Hufabszess beim Pferd, kurz erklärt. Mein Name ist Dr. Matthias Rettig und ich bin Leiter der Tierklinik Maischader Land. Hufabszess, also ein Abszess im Huf des Pferdes. Was genau passiert da, beziehungsweise warum ist es für die Pferde so extremst schmerzhaft? Wenn ein Besitzer bei mir anruft und sagt, sein Pferd war heute Morgen noch vollkommen in Ordnung und als er es mittags von der Wiese geholt hat, dann, es war plötzlich, stand nur noch auf drei Beinen und wollte gar nicht mehr oder konnte gar nicht mehr laufen, dann denke ich immer als erstes direkt an den Hufabszess. Denn der Hufabszess ist mit eine der schmerzhaftesten Geschichten für das Pferd. Aber warum ist das so oder was ist überhaupt der Hufabszess? Wenn wir uns das Ganze anschauen, das wissen auch schon die, die unsere Videos über die Hufrehe gesehen haben, hier auf dem Kanal, dann sieht das Ganze ja so aus, wir haben unser Röhrbein, wir haben unser Fesselbein, wir haben das Kronbein beim Pferd und wir haben hier unten den Huf. Jetzt haben wir noch das Strahlbein und hier hinten die Gleichbeine. Heute brauchen wir keine Sehnen, weil die sind für uns nicht relevant. Aber wir haben natürlich um diese Knochen herum, haben wir in diesem Bereich die Hornkapsel. Das heißt, das ist das Hufhorn. Der Hufabszess bildet sich also irgendwo in diesem Bereich des Hufhorns. Wie kann es dazu kommen? Ein Abszess ist ja grundsätzlich, sind immer bei einem Abszess Bakterien im Spiel. Das heißt, das Pferd kann aufgrund einer kleinen Verletzung, es kann auch mal durch eine Injektion, also durch eine Nadel, die man eingebracht hat, können Bakterien irgendwo hereinkommen und dann bilden diese Bakterien einen Abszess. Jetzt ist der Unterschied, wenn sich der Abszess nach einer Spritze zum Beispiel bildet, dass der Abszess unter der Haut ist und dieser Abszess drückt die Haut nach außen und macht sich Platz. Das heißt, wir haben wirklich eine Beule. Jetzt ist die Frage, wie kommen die Bakterien denn in den Huf? Durch kleine Verletzungen in der Hornschicht oder durch kleine Risse in der Hornschicht können Bakterien ins Hufhorn eindringen und können eben auch in diesem Hufhorn einen Abszess bilden. Wie gesagt, an anderen Stellen bildet es dann nach außen eine Beule, also nehmen wir den Hals, das Pferd wurde in den Hals gespritzt und es bildet sich hier ein Abszess, dann hat das Pferd eine dicke Beule am Hals. Hier unten am Huf kann sich keine Beule bilden, denn das Horn ist deutlich zu fest, also drückt es den Abszess nach innen, das heißt, er dehnt sich hier weiter aus innerhalb der Hornkapsel. Und der Hufabszess oder der Eiter, dieser Abszess, drückt auf das Leben. Und das Leben ist die Lederhaut. Die Lederhaut, die das Hufbein umgibt und die sehr gut durchblutet, aber auch mit Nerven durchzogen ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass an dieser Stelle, kann man sich ein bisschen vielleicht vorstellen wie bei einem Zahn. Wenn an einem Zahn irgendwo ein Druck entsteht, ist für die Pferde unglaublich schmerzhaft, weil es eben diesen Druck, es kann nicht ausweichen, es drückt immer stärker auf diese Lederhaut. Jetzt haben die meisten sicherlich schon mal gehört, wie behandelt man denn so einen Hufabszess, beziehungsweise wie erkenne ich denn so einen Hufabszess? Weil wenn ich zu einem Pferd gerufen werde und das Pferd ist hochgradig lahm, es könnte ja auch was gebrochen sein. Beim Hufabszess kommt es zu einer extremen Entzündung in diesem unteren Bereich und den kann der Tierarzt an der sogenannten Pulsation erkennen. Die Pulsation misst der Tierarzt an den Gefäßen, an den Arterien, die hier im Bereich des Gleichbeins sind. Also der Tierarzt fühlt die Pulsation und kann dann an einer verstärkten Pulsation erkennen, dass es sich um einen entzündlichen Prozess in diesem Bereich handelt und hat dann schon die Vermutung eines Hufabszess. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich diesen Hufabszess aufgelöst, beziehungsweise wie bekomme ich den Eiter wieder aus dem Huf? Hier bietet es sich an, dass der Huf als erstes genauer untersucht wird. Das heißt, der Tierarzt nimmt ein Messer, nimmt das Eisen gegebenenfalls ab, wenn ein Eisen drauf ist. Er schneidet den Huf aus und setzt dann die Hufuntersuchungszange an, um zu schauen,
wo, in welchem Bereich ist das Pferd besonders schmerzhaft, und in dem Bereich schneidet der Tierarzt ganz besonders nach. Nun kann es aber sein, dass man nicht auf Anhieb den Abszess findet, weil der Abszess kann relativ weit im Inneren des Hufes liegen. Und es kann auch sein, dass das Hufhorn so hart ist, dass es nicht so leicht ist, das Horn so weit dem Abszess nachzugehen. In den Fällen legt man den Pferden einen sogenannten Angusverband an. Das ist ein Verband, daran wird der Huf eingepackt und man gießt ihn an, wirklich mit warmem Wasser oder mit Wasser. Und das muss man sich vorstellen, wie wenn man die Hand relativ lange in der Badewanne hatte und die Haut wird weich. Und das Gleiche passiert hier. Das ganze Horn wird weicher und dadurch, dass es weicher wird, bekommt entweder automatisch der Abszess die Chance, selbstständig den Weg durch das weichere Horn nach außen zu finden, oder der Tierarzt bekommt die Chance, beim Nachbesuch den Abszess zu eröffnen. Wenn der Tierarzt den Abszess eröffnet, läuft in der Regel schwarze Flüssigkeit ab. Das ist Abszessflüssigkeit, braune, schwarze Flüssigkeit. Und das Pferd ist unmittelbar nach der Behandlung bereits wieder deutlich besser. Warum ist das so? Weil das Pferd in dem Moment den Druck nicht mehr auf der Lederhaut hat, weil der Eiter abgeflossen ist. Es gibt auch Fälle, in denen der Eiter sich den Weg nicht nach unten sucht, sondern nach oben und der Eiter am Kronsaum ausbricht. Das heißt, bei den Pferden kommt es zu einer kleinen Öffnung und Eiter läuft plötzlich am Kronsaum ab. Auch das ist nicht dramatisch, muss allerdings behandelt werden. Und das kann nur mit dem Tierarzt geschehen. Wenn so ein Abszess erstmal eröffnet ist, wird ein neuer Verband aufgebracht und man schaut in den nächsten Tagen, in der Regel dauert es ja vielleicht eine Woche, 10 Tage, bis der Abszess komplett entleert ist und das Ganze wieder langsam anfängt zu überhornen. Und dann kann so ein Pferd auch relativ schnell wieder genutzt werden. Eine diagnostische Möglichkeit ist das Röntgen, eine zusätzliche, wenn man keinen Abszess findet. In diesem Fall wird ein Röntgenbild gemacht und man schaut, ob man Lufteinschlüsse innerhalb der Hornkapsel sieht. Denn Bakterien bilden Luft und diese Luft können wir innerhalb der Hornkapsel sehen und können dann ganz gezielt auf die Suche nach einem Abszess gehen. Wenn wir keinen Abszess finden, ist es auch wichtig zu röntgen, denn es gibt auch noch andere Erkrankungen in diesem Bereich, die eine solche hochgradige Lahmheit auslösen können. Die Hufrehe oder auch eine Fraktur oder eine Fissur, also ein kleiner Bruch im Bereich des Hufbeins oder des Strahlbeins. Daher bei einem Pferd, was hochgradig lahm ist, den Tierarzt rufen und der Tierarzt geht auf die Suche, woran oder was ist die Ursache für die plötzlich aufgetretene hochgradige Lahmheit. Was auch relativ häufig auftritt in diesen Fällen, dass die Pferde im unteren Bereich der Gliedmaße eine Schwellung zeigen. Das heißt, diese Schwellung ist im Bereich der Fesselbeuge, kann aber auch mal im Bereich des bis hoch zum Karpal- oder Tarsalgelenk sein, also im Bereich des Röhrbeins. Das ist durch die Entzündung, die hier unten vorherrscht, dass die Pferde eine leichte Schwellung im Bereich der oberen Gliedmaße haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr kein Video von uns mehr verpassen möchtet, dann würde ich vorschlagen, folgt uns einfach auf Facebook oder auf YouTube. Und wenn es weitere Themen gibt, die euch interessieren, dann schreibt sie uns in unsere Kommentare.